Genau, der Aufstieg ist jetzt hier gar nicht so leicht zu finden, keine Markierung. Der Stieg geht aber hier bei den Placken hoch. Man sieht es ein bisschen hier zwischen den Bäumen. So, kommt man hier raus aus dem Wald. Ihr findet auch alle weiteren Infos wie GPS-Daten, Höhenmeter, Gehzeiten, wie immer unten in der Beschreibung. Schöner Gradverlauf hier. Gut. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es sind schon ein oder zwei Seilschaften drin, links vom Schneefeld. Genau, man kehrt dann, glaube ich, rechts ein bisschen von der Rinne durch die Platte, ein bisschen nach links und dann nach oben. Hier rechts geht es dann zum Waltenberger Haus. Es sind schon ein paar Leute unterwegs, zum Glück nicht so viele. Und ja, ich freue mich echt, es sieht wirklich super aus. Ziemlich beeindruckende Linie. Jetzt sind wir rechts an dieser Rinne, rechts vorbei. Ein kleiner schwarzer Überhang da links vorbei, dann rechts zum Schneefeld und dann irgendwie nach links. Ein paar Markierungen gibt es dann doch hier. Hier geht es dann fast schon ein bisschen los mit der Kletterei. Also hier Schneefeld. Ich hoffe es nur, dass die Jungs und Mädels da oben keinen Steinschlag auslösen. Ich wächst da ein bisschen langsamer gemacht. Also ich glaube, hier die Scharte ist gemeint. Hier ist ein Steinmann. Geht es nochmal tief runter. Und dann direkt diese mal hier hoch. Da ist diese kleine Rinne, Schneefeld. Da ist die andere Rinne. So. Jetzt sind wir bis hoch. Das sind die sogenannten Platten. Genau, hier geht es auf die. Noch eine Info zur Eigenverantwortlichkeit im Gebirge. Jeder ist für sich selbst am Berg für sein Tun verantwortlich und muss jeweils selbst entscheiden und abwägen, ob er der Tour gewachsen ist oder nicht. Und das Video hier soll auch nicht zwingend einen Anreiz dafür geben, die Tour auch solo zu gehen. Das machen zwar einige, aber die Regel ist es auf jeden Fall nicht. Mir macht es einfach nur Spaß, schöne Aufnahmen zu bekommen, die ich dann eben auch gerne mit euch teile. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Aufstieg vom Nordostgrat. Thank you.
So, hier checke ich gerade nochmal den Routenverlauf genau. Und zwar geht der links am Schneefeld vorbei, da wo man jetzt auch die Seilschaft sieht. Und dann leicht schräg links halten Richtung Gradaufschwung. Wenn man am Schneefeld ist, ist es eigentlich recht offensichtlich, wo es lang geht. Eine Seilschaft vor mir hat sich tatsächlich auch etwas verstiegen und ist zu weit nach rechts geklettert. Laut Tourenberichten geht es auch ganz gut hoch, ist aber nochmal deutlich schwieriger. Deshalb sollte man den Abzweig nicht verpassen, nach links zu kommen. Ja, hier die beiden haben mich dann auch nochmal netterweise passieren lassen, sodass ich dann ja ohne langes Warten am Grat hochklettern konnte. Ja, und schon mal vorab, der Grat ist wirklich ein Hochgenuss. So, jetzt willkommen auf dem Grat. Los. Geile Kletterei, oder? Bitte? Geile Kletterei. Mega fester Fels. Ja, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, da am Grat entlang zu klettern, weil das Gestein sehr fest ist und auch der Grat an sich sehr gutgriffig ist. Man klettert ja am zweiten Grat.
von links reinklettern. In der Regel wird die Trettach auch vom Nordostgrat her überschritten, da der Nordwestgrat auch zwei Abseilstellen bietet und es auch so vom Aufstieg her etwas angenehmer zu klettern ist. Hier ist markiert, ich glaube hier geht es an der Rinne runter, genau, die Beschreibung hieß noch immer, am Grat bleiben, eher links und dann über seinen Abbruch drüber klettern.
So. Da haben wir es. Okay, ein kleiner Steinmann. So. Genau, hier muss man quasi durch. Hier ist auch ein kleiner Steinmann. Und dann geht es jetzt hier runter. Markierung zeigt ein bisschen nach links. Da der Nordwestgrad etwas leichter bewertet ist, nämlich mit 2+, wird er auch meistens als Abstiegsroute gewählt oder sogar auch über ihn direkt abgeseilt. Am Grat bleiben, etwas rechts davon. Genau, und da vorne müsste es dann in der Scharte nach rechts gehen. Genau, letzten Endes muss man sich hier nur an den Abseilring orientieren. Ja, so geht's hier hoch. Genau, auch hier über die Platten eigentlich entlang. So ein bisschen rechts, dann ein bisschen nach links ziehend. Ja, so leicht im Zickzack kann man nicht sagen. Aber
Die Orientierung ist sehr leicht. Da kann man links und rechts das frisch. Hier muss man sich jetzt ein bisschen hochquälen zur Bockerscharte. Ich bin jetzt ganz schön hier rüber gehiked, weil ich ein bisschen auf die Zeit auch schauen muss. Bei meinem Strafprogramm heute. Und dann, ja. Aber es ist immer gut ein Wechsel. Eine anstrengende Tour, eine gemütliche Tour. Und passt. So, hier ist die Scharte. Hier geht's hoch zur Fortspitze. Nichts vergessen. Also eine Rinne hoch. So, das ist eine ganz schöne Erhebung. Gut, dann mal los.
Pflicht sein. So, jetzt geht's hier hoch. Direttissima. Und wenn du auch in Zukunft immer gerne Tourenberichte von mir sehen willst oder sogar die Videos zu deiner eigenen Tourenplanung nutzt, dann lass doch gerne ein Abo da. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und bis zur nächsten Tour.